Prusa Research hat im Rahmen der FOMNext dieses Jahr den Core One vorgestellt. Das ist ein komplett eingehauster Core X Weitdrucker mit ein paar besonderen Features und wie ich finde mit einem sehr markanten Design. Und welche besonderen Features dieser Drucker hat und was ihn von der Konkurrenz abhebt, das bespreche ich jetzt für euch im Interview mit Marcel. Viel Spaß dabei. Ja, Marcel, das letzte Mal haben wir uns auf der Make-up in Hannover gesehen. Das ist jetzt schon eine Weile her. Jetzt sind wir hier auf der FOMNext. So viel ist auch nicht passiert. So viel Zeit war es auch nicht. Ne? War jetzt 3 Monate? Das ging schnell vorbei. Aber ihr wart in der Zeit fleißig. Ihr habt was Neues rausgebracht. Jetzt nicht nur in der Zwischenzeit. Okay. Erzähl uns mal mehr über diesen Drucker, der hinter uns steht. Das ist der Core One, der ist gestern um 1 Uhr offiziell vorgestellt worden. Du durftest ihn ja schon ein bisschen eher sehen. Ja, ja. Ich habe ihn auch direkt bestellt. Jetzt an die ganzen Leute, die fragen, okay, was ist denn jetzt der Unterschied zum MK4 oder zum XL? Wo geht der denn genau hin? Geht der genau in die Mitte oder... Also der schließt so ein bisschen das Gap zwischen dem MK4 und dem XL. So ein bisschen hat dazwischen vielleicht noch was gefehlt. Und wir haben oft das Feedback gehört, dass gerade auch im Businessbereich Kunden gerne das Gerät einfach aus der Kiste nehmen wollen würden und direkt losdrucken. Da war ab und zu so ein bisschen, ja, die Schwierigkeit, dass das Enclosure nicht komplett assembled versendet werden konnte. Und deswegen, selbst wenn die Leute einen vollständig aufgebauten MK4S bestellt haben, immer noch das Enclosure aufbauen mussten. Gerade im Business-Bereich haben die gesagt, okay, da gibt es bessere Lösungen. Und mussten wir stillschweigend erstmal so hinnehmen. Wohlwissend, dass wir an Lösungen daran arbeiten. Mhm. Und genau das Gap haben wir jetzt eben geschlossen. Das ist jetzt eben irgendwo in der Mitte dazwischen. Wir haben super viele Teile vom MK4S übernommen. Er hat dasselbe Druckbett, dieselbe Druckfläche, dieselben Druckplatten sind dabei. Aber jetzt vollständig enclosed. Man kann ihn aus der Box nehmen und sofort losdrucken. Mhm. Und hat irgendwie einen Drucker, der auch einfach und schnell dazu in der Lage ist, technische Materialien gut zu verdrucken. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt auch gerade im Businessbereich, dass man sagt, okay, jetzt so ein PA12 oder so in Richtung Druck. Wir bieten PA11 an, PA12, genau. PA6, genau. PC Blend. Wollte ich gerade sagen, euer PC Blend, was immer ausverkauft ist. Ja, das ist schwierig. Ich war letzte Woche in Prag und habe die Factory besucht und dann auch ein bisschen mehr darüber gehört. Ja, wenn wir mehr Teile aus PC Blend drucken, brauchen wir auch selber mehr davon. Es ist ja auch ein schönes Material, muss man einfach sagen. Jetzt mal die Frage, das ist ja jetzt nicht jetzt vom Bauvolumen her wie ein MK4, aber was mich überrascht hat, man kann die gleichen Bauteile benutzen, also Druckbett, Düse, Hotend. Genau, wir haben versucht, das richtet sich ja auch ein bisschen an Farm. Wir haben jetzt bei dem Drucker, wenn wir das vergleichen mit einem Enclosure, 50% weniger Aufstellfläche bzw. Volumen, was der Drucker einnimmt. Mhm. Und gegenüber einem normalen MK4 ist die Aufstellfläche 30% gesunken, weil das Bett halt nicht mehr den gesamten Weg nach vorne und hinten gehen muss. Quasi die Farmbetreiber sollten weiterhin die Möglichkeit haben, alle ihre Druckplatten, die sie haben und alle ihre Ersatzteile, Nozzeln und diese benutzen, weiterhin benutzen zu können. Hm. Und deswegen ist dann irgendwann die Idee geboren worden, okay, dass wir, wenn wir was dazwischen machen, brauchen wir keine andere Druckbettgröße, sondern fahren mit der Druckbettgröße, die sich als sehr gut bewährt hat, weiter. Und haben jetzt eben dennoch das Bauvolumen um etwa 30% erhöhen können, weil wir nochmal ein bisschen mehr in Y rausquetschen konnten und 5 cm mehr in Z. Mhm. Und für die Leute, die das Raketenmodell kennen, wenn man das in der Hand hat, man merkt den Unterschied. 5 cm ist in Z viel. Okay. Ja, cool. Ja, du hast mir das gestern erklärt, auf dem MK4-Bett, für alle, die es nicht kennen, ist ja diese Umrandung aufgemalt für den Druckbereich, den der MK3 oder der MK4 drucken kann, quasi in dem Sinne. Und da kann man jetzt nochmal über diesen Rand drüber drucken, so hast du es formuliert. Genau. Genau, richtig. Das ist, wir können jetzt genau die gesamte Druckfläche ausloten. Ich kenne niemanden, der, wenn er einen 360er Drucker oder einen 250er Drucker oder welche Größe auch immer hat, dass er wirklich bis an den letzten Rand druckt. Das macht man weder in X noch in Y noch in Z. Und dadurch, dass wir das Volumen jetzt erhöht haben, können wir auch wirklich aktiv größere Teile drucken, ohne wirklich auch immer noch bis an den Rand gehen zu müssen. Okay.
Was auch ein Punkt ist, ist die Geschwindigkeit. Habt ihr gestern nochmal gezeigt in der Präsentation, dass die auch nochmal im Vergleich zum MK4S, der ja jetzt auch schon durch die CAT-Nozzle nochmal ein gutes Stück schneller geworden ist und auch durch neue Kühlung entsprechend auch nochmal wie viel Prozent schneller geworden ist oder ungefähr? Der MK4 zum MK4S? Nein, Zahl? Der MK4S zu dem Core One. Also im Schnitt sind vom MK4S zum Core One so 15-20% mehr Geschwindigkeit drin. Mhm. Hängt super stark vom Bauteil ab. Ja, also es gibt Bauteile, da sind wir dann nur 10% schneller. Gibt aber auch Bauteile, wo wir sagen, okay, da sind wir 30% schneller, ist halt super geometrieabhängig. Mhm. Aber so im Schnitt sind wir gute 20% schneller als vorher. Mhm. Das ist grundsätzlich dem geschuldet, dass der Drucker jetzt einfach wesentlich massiver ist. Ich meine, du hast wahrscheinlich schon mal versucht, den hochzuheben. Ja. Der sieht sehr leicht aus, ist überraschend schwer, weil vollständige Stahlkonstruktion ist, mhm. also eine komplette Stahleinhausung. Und dadurch, dass er eben wirklich super steif ist, kann man bei gleicher Qualität nochmal 20% mhm. schneller drucken. Er ist auch mega stabil. Das hat gestern nicht nur Joseph rausgefunden, sondern auch die anderen YouTuber, die hier waren, die haben dann richtig draufgekloppt auf das Ding. Teilweise war dann auch wirklich der Gap hier oben zwischen Deckel und Plexiglasscheibe dann entsprechend so groß teilweise. Ich habe es mir gestern nochmal auf der Slow-Mo-Aufnahme angeguckt, das war schon echt heftig. Und das Ding druckt ja immer noch. Ja? Was mir aufgefallen ist, ist, endlich, danke. Ihr habt die Filamentspule an die Seite gepackt oder auch so gemacht, dass man entsprechend, wenn man die Drucker, habt ihr auch gezeigt, ist das gerade für den Fahrbetrieb ist das halt sinnvoll, Stück für Stück nebeneinander stellt, wo keine Lücke mehr ist, sondern man keine Filamentspule mehr durchbekommt. Auch hier oben irgendwo noch das Ganze. Genau, es gibt eine Lösung, dass man die Spule oben mhm. aufbringen kann, weil, so wie Joseph es gesagt hat, halt hinten dranbringen ist... Das ist wenig nutzerfreundlich. Mhm. Also das sollte schon irgendwie von vorne zugänglich sein. Das war ja auch einer der Hauptpunkte beim XL, dass man da so durchgreifen konnte, dass das ganze Gerät einfach zugänglich ist. Ja, ja. Also das ist auch, es sind so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, auch in der Präsentation, zum Beispiel, dass man die Tür komplett einfach spiegelverkehrt aufmontieren kann oder so aus einer Richtung. Das sind halt Kleinigkeiten, die vielleicht bei einem, ich sag jetzt einfach mal ein K1, nicht so einfach möglich sind. Aber wo ich sage, okay, das ist dann schon mal ganz cool. Man kann auch die Tür, denke ich mal, komplett aushängen. Ja, wenn man das möchte, kann man die komplett abnehmen, ja. Was ja dann auch gerade so im Farmbereich, im Farmbetrieb quasi ein Punkt ist, wo man sagt, okay, vielleicht braucht man gar keine Tür, weil man PLA-Teile in Masse druckt oder so in Richtung halt. Ne? Aber grundsätzlich, ja, wo du schon PLA sagst, ja. Wir drucken gerade PLA mhm. und... PLA ist halt das Material, was am meisten, sagen wir mal, Lautstärke verursacht, weil wir am meisten Kühlung brauchen und versuchen ja. wollen, den Bauraum möglichst kühl zu halten. Mhm. Und das ist jetzt quasi ja, das Lauteste, wie der Drucker irgendwie laufen kann. Und ja, ich denke, man kann es irgendwie wahrnehmen. Ja, also im Vergleich für alle, die das jetzt nicht übers Mikrofon oder irgendwie Kamera wahrnehmen können, im Vergleich zu einem X1C oder einem K1C ist das schon echt eine Wohltat. Also das Ding würde ich mir ins Büro stellen. Statt jetzt halt einen K1C, den würde ich mir definitiv nicht ins Büro stellen, weil die Dinge alle viel lauter sind. Aber ihr habt da auch so ein paar Sachen hier oben, so einen Schieberegler drin, dass man im Prinzip eine genau. Lüftung einbauen kann. Nee, nicht, dass man eine Lüftung einbauen kann. Da ist eine Lüftung hinten ja. eingebaut. Wir haben also eine aktive Regulierung der Bauraumtemperatur. Es gibt aber halt Umgebungen, die einfach so enorm warm sind. Sagen wir mal, man stellt 600 Drucker in einen Raum und hat 45 oh ja. Grad. Mhm. Dann merkt man dann schon, dass die Lüftung auch irgendwann nicht mehr zaubern kann. Mhm. Deswegen gibt es die Möglichkeit, oben mit so einem Schiebregler das Gitter zu öffnen, mhm. um eben entsprechend wirklich sicherzustellen, dass der Drucker in jeder Umgebung bei geschlossener Tür auch PLA und PETG drucken kann. Mhm. Okay, das war auch gestern so ein Punkt. Wir waren am Rätseln erstmal, was für ein Material ist das? Und der Ingenieur hat dann gemeint gehabt, der Lead Designer von dem Drucker hat gemeint, ja, das ist PLA. Wir hatten erst gedacht, ja, das ist ASA, weil der Drucker ist so leise. Und dann so, nee, das sieht nach einem Pusa Orange PETG aus. Und dann kam aber, nee, das ist PLA. Da waren wir schon echt überrascht, vor allen Dingen Tür zu, keine Verstopfungsprobleme, kein gar nichts. Ich meine, ich habe schon viel Schlimmes erlebt bei anderen Druckern. Da muss ich sagen, okay, das ist ganz cool. Das spricht dafür, dass die Lüftung gut funktioniert da drin. Was mir aber gestern noch aufgefallen ist, hier an der Seite, wo die Spule drin ist, das habt ihr nicht nur auf der einen Seite, sondern auch hier auf der anderen Seite. Und das hat ein paar verschiedene Gründe. Genau, das ist so ein bisschen Form folgt Funktion. Wir wollten gucken, dass der Drucker einen möglichst geringen Footprint hat, dass die Spulen nicht an den Seiten irgendwie überhängen. Und wir haben uns überlegt, so ein bisschen die Idee, die da mitkam, ist, okay, wenn wir das auf der einen Seite machen, kann man das auf der anderen Seite allein schon aus Symmetriegründen machen. Aber das bringt verschiedene Vorteile mit. Zum einen, wir können den linken, diesen links entstandenen Hohlraum
irgendwie nutzen, um zum Beispiel, man hat es in der Präsentation gesehen, Druckplatten zu storen oder ich denke, in Zukunft kommen dann noch sehr viele weitere Sachen. Ja, das ist, da gibt es wahrscheinlich auch schon ein paar Leute, die gute Ideen dazu haben. Das hat aber auch noch den weiteren Vorteil, dass wir das gesamte Volumen in dem Drucker selber reduzieren. Also da ist einfach, da ist weniger Luft drin, weniger Luft, die man aufwärmen muss. Dadurch können wir halt wirklich enorm schnell die Druckraumtemperatur auf das bringen, was wir wollen, bis zu 55 Grad. Und das passiv geheizt über das Druckbett. Das war eine Frage, die ich noch stellen wollte, weil das nicht ganz klar war. Wir haben auch gestern noch heiß im Discord diskutiert nach der Präsentation von euch. Ist das eine aktive oder passive Bauraumheizung? Passiv über das Druckbett. Also das reicht aus, um eben den Bauraum easy auf 55 Grad zu kriegen, wenn man das braucht. Zum Beispiel für PA, PC, wir hatten darüber gesprochen, vielleicht ASA. Und dadurch können wir wirklich schnell den Bauraum aufheizen und konstant halten, ohne dass wir da irgendwie eine Heizung brauchen. Okay. Dann gibt es noch so ein paar Sachen, wo ich auch gesagt habe, okay, cool. Weil das Erste, was ich im Kopf hatte, als ich den Drucker gesehen habe, war, okay, gibt es da vielleicht später Multitool-Head-Upgrade? Aber dann habe ich gesehen, okay, das Ding ist kompatibel mit der MMU. Ja. Und auch mit dem Hacker-IO-Board. Ja. Und mit abnehmbarem Wi-Fi. Ja. Also den ganzen Funktionen, die beim MK4 quasi so ein bisschen herausgestochen haben für den. Genau. Das ist, also wir legen da wirklich Wert darauf, dass das ein Gerät ist, was man sich sicher in seine Produktion stellen kann. Deswegen haben wir uns an vielen Stellen für Opt-in anstatt Opt-out-Optionen entschieden. So zum Beispiel die Kamera, die man nachträglich nachrüsten kann, nicht muss. Denn es gibt viele, die da Bedenken haben, die vielleicht auch Sicherheitsauflagen haben, dass Kameras nicht da sein dürfen, dass sie nicht in die Cloud streamen oder ähnliches. Und ja, deswegen auch die Möglichkeit, alles, was man alles kann, nichts muss. So, man kann sich das so zusammenstellen, wie man das braucht. Ich glaube, dass jemand, der 20, 30, 50 Stück davon in seine Fabrik stellt, über seine Firma verteilt, der braucht kein Hackerboard. Und je nachdem, wo die Drucker oder wie die Drucker stehen oder wie die Netzwerkinfrastruktur ist, braucht man oder möchte man keine Kamera. Deswegen ist das eine Opt-in-Option. Ja, ja. Ja, cool. Dann war noch eine Sache, auch gerade, wenn man jetzt überlegt, also ich habe jetzt ja verschiedene Drucker zu Hause stehen und eines, was mir aufgefallen ist, gerade bei den neueren Geräten, ist Wartbarkeit. Da lobe ich immer den MK4, auch allein schon durch die Dokumentation, die ihr habt, die wirklich erstklassig ist. Da gibt es also wenige, die das nur annähernd in die Richtung so machen. Aber das Ding hilft das Ganze ja nochmal auf ein neues Level halt. Absolut. Gerade im Core XY-Bereich. Ne? Also das absolut. Wenn man sich das Gerät anguckt, wir haben die Explosionszeichnungen gesehen in der Präsentation und auch in dem Video. Im Prinzip hat man zwei so L-Formen, die ineinander greifen und man kann mit wenigen Schrauben einfach die obere L-Form abnehmen. Das ist also quasi das obere und das Frontteil und kann dann auf die gesamte Kinematik zugreifen. Und die gesamte Kinematik selber sitzt auf einer Stahlplatte, die man auch rausnehmen kann. Das heißt, man kann in wenigen Minuten das Teil quasi komplett zerlegen und im Zweifel jedes Pulli oder jedes Teil, alles, was in irgendeiner Art und Weise defekt gehen könnte, getauscht werden muss, gewartet werden muss, super einfach also accessible verklebt. Machen. Nein. Okay. Dann war noch eine Sache. Die wusste ich gar nicht, ist mir gar nicht aufgefallen, aber die Tür hat einen Sensor drin. Ja. Heißt das, wenn ich jetzt die Tür hier aufmache, stoppt der Drucker? Oder muss man das einstellen? Kann man das einstellen? Das ist wie mit dem Filament-Runout-Sensor. Das kann man einstellen, dass wenn die Tür aufgeht, dass er stoppt. Eben entsprechend wieder Businesskunden, irgendwie Großindustrien, die haben da Schwierigkeiten mit, Gefahrenbeurteilung. Ja, Gefahrenbeurteilung. Und es fällt denen einfacher, die Geräte aufzustellen, wenn die aufhören, sich zu bewegen, wenn die Tür aufgeht. Also das ist eine Möglichkeit, quasi ja, für mehr Sicherheit zu sorgen, wo sie unbedingt gefordert ist. Ja, ich denke da auch gerade an das Thema Schulen zum Beispiel mal, dass dann halt, also gerade in Kombination mit Datensicherheit auch entsprechend, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wir hatten ja schon mal ein 3D-Druckprojekt auch, wo wir drei Pusher MK3 in der Schule stehen hatten, da waren die Eltern immer sehr erpicht, wenn es überhaupt erstmal um Bilder ging, wo irgendwo vielleicht das Kind zu sehen sein könnte, dass das ein wichtiger Punkt ist. Also keine Kamera standardmäßig, sondern man kann sie optional nachrüsten, ist ein wichtiger Punkt. Und dann natürlich auch, wenn das Kind jetzt die Tür aufmacht und reingreift, dass sich die Pfoten nicht verbrennt. Ne? Finde ich cool, dass an sowas gedacht wird, muss ich echt sagen. Wenn man sowas macht, dann sollte man es vollständig und vernünftig machen. Okay, dann war ich auf der Rückseite verwundert,
Ich habe erst gedacht gehabt, okay, haben sie da jetzt zwei Netzteile eingebaut? Okay, oh mein Gott, der Stromverbrauch wird mich wahrscheinlich killen. Aber das ist nicht so, oder? Nein, das ist ein Netzteil, das andere sieht aus wie ein Netzteil. Ist einfach nur das neue Cover für die Elektronik, die ein bisschen verrückt wurde im Gegensatz zum MK4S. Sieht ein bisschen schöner aus. Ja. Stromverbrauch ist etwas geringer als beim MK4S. Also wenn wir über den unenclosed MK4S reden, da wir eben Enclosure haben, was eben dafür sorgt, dass die Temperatur einfacher gehalten werden kann. Was kostet denn das Teil? Ja gut, wenn man sich überlegt, man kauft sich einen voll aufgebauten MK4S für fast 1200 Euro und das Gehäuse, was nochmal vielleicht mit 350 Euro dazukommt, plus nochmal die Elektronik für die LED, dann ist man schon irgendwie über 1500 Euro. Mhm. Das wäre irgendwie so die Preisrichtung, die viele Leute erwartet haben. Aber so wie er hier steht, kriegt man den aufgebaut für 1349 Euro. Mhm. Liefertermin im Januar, wenn man jetzt quasi bestellt, oder ist das schon? Sagen wir mal, ich habe noch keine Zahlen. Ungefähr. Ich habe noch keine Zahlen gehört. Mhm. Gab es ein paar Supply Chain Probleme. Wir hätten den natürlich gerne vor Weihnachten ins Geschäft gebracht, aber wir versuchen den Versand im Januar zu halten für die, die vorbestellen. Aber hängt davon ab, wie viele vorbestellen. Mhm. Das kennen wir ja. Das ist wie immer, egal wo man hingeht, sobald man nicht als Erster da ist, das ist halt, ja, first come, first serve. Ja. Ja. Dann habt ihr aber noch eine Bombe platzen lassen, wo ich gedacht habe, so, okay, das könnte ich mir für mich auch noch vorstellen. Man kann sein MK4S, nicht den MK3.9S, der, hast du gesagt gehabt, hat für den Z-Spindeln zu wenig Platz, also ist zu kurz. Nee. Oder die sind zu kurz? Nee, die haben die 1,8 Grad, muss man. Ach so rum, okay, gut, die haben die 1,8 Grad und da sind 0,9 Grad drin verbaut. Genau. Stimmt, richtig, ja. Aber man könnte rein theoretisch sich die drei Spindeln kaufen und dann auch ein MK3.9S aufbauen? Zwei? Also wir reden jetzt vom Conversion-Kit vom MK4S. Genau. Zum Core One. Da gibt es die Möglichkeit, den zu konvertieren. Da kriegt man eine Spindel dazu. Mhm. Man kann die zwei Spindeln vom MK4S weiter benutzen. Wenn du einen 3.9 hast, fehlen dir die zwei Spindeln. Die muss man dann separat holen. Du musst die zwei Spindeln separat holen. Ansonsten, es muss halt der S sein wegen des Lüfters wegen. Mhm. Ist halt wieder die 360-Grad-Lüftung mit dem Hochdrucklüfter. Viele Leute haben sich beim MK4S darüber beschwert, dass die Nozzle nicht mehr so schön sichtbar ist wie beim MK4, auch wenn man es mit der Load Cell nicht mehr braucht. Ja. Aber so ist dann halt die Designentscheidung noch gefallen, dass man den Lüfter nach hinten setzt, dass man das wieder sehen kann. Also es geht um den Lüfter und die Motoren, die zwingend erforderlich sind und dementsprechend der Next-Ruderkopf. Ja, cool. Und ihr habt auch, das hat MBOK schon im Video bei sich erwähnt, 12 3D-Druckteile drin. Und genau. Der Rest ist, habe ich schon gesehen hier an der Seite, die XY-Joints und sowas in Richtung ist aus Metall, ja, größtenteils. Das heißt, ihr habt also da richtig viele Teile auch, ich sag mal hier Spritz gegossen oder in Metall angefertigt, damit das Gerät auch wirklich hochwertig daherkommt, muss man echt sagen. Also nicht die Idee ist nicht unbedingt, dass es hochwertig daherkommt, es soll einfach eine hohe Qualität haben, also eine wirklich stabil sein. Das war so der Grund, es ist alles Metall. So dass man auch nicht irgendwie eine Mischung aus Metall und Aluminium hat und dass man Probleme hat mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Und dadurch, dass wir eben die Konstruktion so haben, dass wir viele Stahlteile verbaut haben, braucht man einfach viel weniger Kunststoffteile. Und alle Kunststoffteile, die verbaut sind, sind aus PCCF, was dafür sorgt, dass wir selber mehr PCCF verbrauchen. Zu meinem Leidwesen, aber gut. Ja, ist ein wunderschönes Gerät. Das Review dazu wird kommen. Ich habe schon einen vorbestellt. Und vielen, vielen lieben Dank nochmal. Sehr gerne. Wer sich das Gerät noch angucken möchte, stehen ein paar drüben an den Ständen. Also falls jemand noch das Video sieht, bevor er irgendwie auf die Formnix geht. Oder du machst das heute noch fertig? Ich versuch's, ja. Heute für die Patreon, morgen für die anderen Zuschauer. Okay. Und am Freitag stammt dich. Von daher gehe ich davon aus, der eine oder andere wird vielleicht noch vorbeikommen. Ja, dann würde ich mich freuen, euch am Stand zu begrüßen. Wir haben 5 Stück zum Anschauen. Guckt es euch gerne an. Spielt gerne ein bisschen mit rum. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir. Cool. Und ansonsten, wenn du noch Fragen hast. Ich werde ihn, glaube ich, noch so ein klein bisschen, ein paar Sachen noch filmen und dann bin ich fertig, soweit. Vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ich wünsche euch noch viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.